So. Gibt es eigentlich irgendwie sowas wie Elektrikfonaze oder so? Oder muss ich alles im normalen Ofen brennen? Was ist das? Nee. Oder was war das da? Da habe ich gerade was gesehen. Jetzt habe ich es übersehen. Was ist denn das da? Ah, oh Gott, was ist hier? Turmbauer. Zerstörer. This block is a working. Okay. Verriegelter, verschwindender Block. Und für was braucht man das? Essenz-Extraktor. Alter, was es hier alles gibt. Ach du heilige Scheiße. Wie viele Bögen? Ich hab jetzt einen Iron Bow, gell? Ja. Sogar mit Stärke. Oh, Alter, ich glaube, ich sollte mal ab und zu ein bisschen mehr Hexen spielen, offline. Krasse Scheiße, was ist ja. Gott, da geht's ja weiter, was ist denn das? Schaufeln, wie jede Menge Schaufeln und. Was braucht man das? Hämmer, Äxte. Was ist denn das? Ah, das habe ich ja. Longbow. Krass. Scheiße. Hier, das habe ich gesehen. Wie gucke ich nochmal nach, wie man was baut? Mit R. Rezept. Steph, Diamant, Stock und Magic Essence. Ja, ich glaube, die Magic Essence, die habe ich irgendwo. Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr. Jetzt habe ich wieder gar keinen. Ja, gut. Die Magic Essence, die werde ich schon irgendwo haben. Denke ich mal. Mach ich einfach mal so. Ich wollte da, glaube irgendwas auch noch brennen. Ach ja, Sand wollte ich brennen. Genau. Dann brauche ich mal drei Türen. Brauche ich auch noch. So. 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 Oh, die lassen sich stacken. Krass. Ist im normalen Minecraft nicht so. Oder? Oh, jetzt muss ich nachdenken. Ist im normalen Minecraft, dass man. Marble Cobblestone. Wie sieht denn das aus? Ah, das sieht cool aus. Oh. So, wenn es nicht reicht, gehen wir halt nur mal farmen. Das bauen wir wieder ab. Es reicht nicht ganz. Wo gab es denn den? Ich glaube hier unten. Ja. Perfekt. Mit direkten riesen Marble Stone Vorkommen hier. Falls wir das irgendwann oder für irgendwas bräuchten. Aber ich glaube eher, das ist bloß zum Bau. So, nehme ich einfach mal ein bisschen was mit. Für den anderen Raum brauchen wir ja auch noch. Ah, okay, nehme ich lieber ein bisschen mehr mit. So.
Wie riesig ist denn das Vorkommen hier bitte? Einmal durch unter Höhe von der ganzen Map hier. Nein, nicht von der ganzen Map, sondern wahrscheinlich von der ganzen Insel. Alter, krass. So. Ach ja, Team. Das hatten wir schon, das Thema. Das steht da auch noch drin. Krass. Dann steht hier noch Oscars 2013. Habe ich nicht angeschaut. Ich kann euch nicht sagen, wer gewonnen hat. Keine Ahnung. Falls ihr sowas guckt, könnt ihr mal unten reinschreiben. Also, keine Ahnung. Weiß ich nichts von. Und so, das nächste Thema wäre, sollte Stefan Raab das TV-Duell zwischen Merkel und Steinbrück moderieren? Ja, ich glaube, die Frage hat sich erledigt. Denn er hat es moderiert. Viel kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Soweit ich weiß, dass es... War das das Duell? Das hieß ja, wie hieß denn das? Politik-Talk? Oder wie hieß denn das? Auf jeden Fall weiß ich, dass der irgendwas moderiert hat mit der Bundestagswahl und... Oh, keine Ahnung. Ob das jetzt das war oder ob die das jetzt meinen. Ich habe es auch nicht angeguckt. Wenn ich ehrlich bin. Aber soweit ich gehört habe, hat das eigentlich recht gut gemacht. Also so wie man Stefan Raab eigentlich kennt, das war er eigentlich nicht. Ich hab's nur von Leuten gehört, dass es ziemlich gut gewesen sein soll. Also dazu kann ich jetzt echt nichts sagen, tut mir leid. Stimmt, Boden fehlt noch. Boden hätte ich ausmachen. Hätte ich den Boden ausmachen, hab ich's dann gemacht. Naja, komm. So, dann geht's weiter mit dem nächsten Thema, wo hier angeschrieben ist, und das ist katholische Kirche 6 ab 12. Aha, okay. Habe ich nichts von gehört. Ich bin evangelisch. Ich kann euch dazu leider nichts sagen. Lese ich jetzt gerade zum ersten Mal. Aber wie meinen die das eigentlich? Ist in der, wenn man katholisch ist, darf man sozusagen, oder hat man bisher nicht vor, jetzt muss ich kurz nachdenken, vor 12 Sex haben dürfen. Verstehe ich das? Ja, ich glaube, ich verstehe das jetzt richtig. Das heißt, die wollen das einführen, dass man sozusagen ab 12 Sex haben darf. Also, ganz ehrlich. Ich würde mich da nie an die Kirche richten. Das würde ich einfach machen, wenn sich halt ein guter Zeitpunkt raus ergibt. Ich würde jetzt natürlich nicht mit jedem Sex haben, aber ich würde halt davor. Natürlich würde ich mit meiner Freundin Sex haben, das ist ja keine Frage. Aber halt auch nicht jetzt, wenn ich, oder wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist, dass man dann halt, keine Ahnung, mit irgendjemandem Fremden, ja okay, vielleicht nicht so fremd, aber schon einiges fremd schläft, weil das ist einfach, also, ihr habt eine Freundin, hallo? Also, da denkt man manchmal auch, ich muss ja die Freundin auch gleich aufgeben, weil was bringt's, weil... Ganz ehrlich, wenn es so Leute da gibt, die denken, dass die halt... Also ich habe jetzt eine Freundin und... was mache ich eigentlich? Ist egal. Und dann schlafe ich einfach mal zum Beispiel, keine Ahnung, mit der besten Freundin von mir. Ich sag einfach mal, um zu testen, wie es ist. Warum
testet ihr dann nicht gleich mit, also kommt jetzt vielleicht blöd, aber warum testet ihr dann nicht gleich mit eurer Freundin? Kommt ihr dann auch irgendwie blöd, wenn ihr da dann Sex mit eurer besten Freundin habt und dann, weil ich schwör's euch, irgendwann kriegt's eure Freundin raus und dann steht ihr auch dumm da. Und das will ich euch lieber nicht raten.